Willkommen zu Let's Play Sonic Heroes, dem großen Sonic-Spiel für GameCube, Xbox und PlayStation 2. Erschien im Januar 2004 in Deutschland, in anderen Regionen schon Ende 2003. Und es war das erste Sonic-Spiel für Xbox, das erste Sonic-Spiel für eine PlayStation. Zuvor war ja nach Segas Untergang Sonic zunächst Nintendo-exklusiv, das hat sich mit Sonic Heroes eben verändert. Und das hier, das ist die Xbox-Version. Noch mehr Spielstände können die auch nicht einbauen, oder? 99 Spielstände brauchen wir. Okay, zweiter. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir bald los. Ich kann dir während des Levels noch ein bisschen erklären. Handlung, los geht's. Wir haben die Auswahl zwischen vier Teams. Team Sonic, das sind die drei Hauptcharaktere, die sollte man kennen. Sonic, Tails und Knuckles. Und bei jedem Team gibt es eine Partei für Speed. Einer, der kann fliegen und einer zum Kämpfen. Bei Team Dark ist natürlich Shadow, der Speed-Kollege. Und da stellt sich schon die Frage, im Vorgänger Sonic Adventure 2, beziehungsweise Sonic Adventure 2 Battle, ist ja Shadow gestorben. Warum ist er jetzt wieder da? Das gilt es herauszufinden. Mit dabei Rouge für Fliegen und E-123 für Kämpfen. Der ist halt der Vertreter für E-102, der in Sonic Adventure, beziehungsweise Sonic Adventure DX, der Vorzugskandidat war, aber der ist ja leider gestorben, wenn man das beim Roboter so nennen darf. Team Rose ist eher ein bisschen zusammengeklatscht. Amy für Speed, dann Cream für Fliegen und Bilk, den man kennt aus Sonic Adventure, ist das mit dem Kämpfen. Und Team Chaotix? Fast schon eher die unbekanntesten, denn es gab ein Spiel für Sega Mega 32X, das nannte sich Knuckles Chaotix und da war Knuckles mit Team Chaotix. Und auch auf ganz alten Automaten gab es, glaube ich, schon SPO in der Tat. Die sind durch Sonic Heroes dann wieder bekannter geworden. Wir werden mit jeder Story spielen. Das sind immer verschiedene Level, verschiedene Stories. Und wenn wir mit alle durchgespielt haben, gibt es noch eine Final Story. Aber jetzt fangen wir mal an. Team Sonic! Let's blast through with Sonic Speed! Okay! Alright! Long time no see! Sonic, check this out! Guess what, Sonic Heroes? I finally developed the ultimate weapon! In 3 days, I'll conquer the world! Think you can stop me? Sounds like an invitation to party! What are we gonna do, Sonic? No worries. We've got this one. Ha! Think I'd miss this? Time to crack that Eggman wide open! Yeah, let's party! Gar nicht übel, die Zwischensequenzen, oder? Sehen richtig gut aus. Auch die Grafik an sich wurde jetzt zeitgemäß gemacht. Muss ja dazu sagen, Sonic Adventure DX und Sonic Adventure 2 Battle für den GameCube waren ja einfach Portierungen von den jeweiligen Sega Dreamcast Originalen. Und das ist eigentlich für meinen Begriffe noch in der Ära von Nintendo 64. Aber da Sonic Adventure 2 Battle vor allen Dingen so gut ankam,
war es wirklich an der Zeit, ein zeitgemäßes Sonic rauszubringen und da haben sie sich gesagt, nicht nur GameCube-exklusiv, diese wunderbare Perle, die muss auch für die Konkurrenz erscheinen. Und so kam es. Und warum habe ich die Xbox-Version? Ja, ich war einfach froh, dass ich was für meine Xbox habe. Nicht nur alles für GameCube und deswegen spiele ich wieder damit. So, und wir sind zu dritt. Das heißt, ich habe schon mal erklärt, Speed. Und jetzt demonstriere ich es auch mal. Ich springe um auf Fliegen. Kann ich mit Tails rumfliegen. Alle drei bleiben immer zusammen. Oder ich fliege da hoch. Und es gibt jede Menge Möglichkeiten dadurch. Und das ist sehr innovativ. Gibt es nur in diesem Spiel in dieser Form. Hat mich damals ein bisschen geärgert. Ich hätte mir eher ein neues Sonic Adventure gewünscht. Und da war ich nicht alleine. Deswegen kam noch Shadow the Hedgehog. Was so ein bisschen an Sonic Adventure 2 Battle vom Thema her und auch von der Grafik her, komischerweise, wieder erinnert. Und Sonic 2006 ist auch wieder ein bisschen mehr auf die Story bezogen. Denn hier in Sonic Heroes steht die Story im Hintergrund. Sie ist sehr berechenbar. Sie wird sogar ziemlich Banane, eigentlich unwichtig fast schon. Denn die Level und das Gameplay steht in diesem Spiel im Vordergrund. Ja, und die Grafik. Also ich finde es schön. Man muss auch dazu sagen, die Synchronstimmen sind jetzt auch ein bisschen komisch, vor allen Dingen von Tails, die englische Synchronstimme von Tails damals. Beziehungsweise damals gab es ja nur englische, also. Und japanische Sprachausgabe gibt es auch. Aber ich weiß nicht, ob und wie man das im Spiel aktivieren kann. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Die Roboter, die kann man auch immer besiegen. Die müssen wir auch später besiegen, um irgendwie weiterzukommen. Also ab und zu so kleine Kampfeinlagen. Und es ist ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel und es wird mir eine Freude sein, es mit euch durchzuzocken. Mal wieder ein 3D-Sonic, ja? Und auch eure Meinung in die Kommis zu diesem Spiel, denn die Meinung zu diesem Spiel ist ja wirklich geteilt, ne? Aber an für sich, es macht schon Spaß. Nur wie es mit der Langzeitmotivation aussieht, das müssen wir herausfinden. Wir haben auch die Möglichkeit, Team Blast zu machen. Ihr seht es oben rechts. Wir haben genug Energie aufgeladen dafür, aber das brauchen wir, glaube ich, im ersten Level noch gar nicht. Seht ihr schon früher oder später oder ich zeig's dann. So, switchen zu Tails. Da steht es ja immer Y oder B auf der entsprechenden Konsole. Und so weit, so gut. Ja, da merkt man schon, das war die große Hoffnung von Sega, Sonic wieder zum alten Ruhm zurückzuführen. Und eigentlich haben sie auch ganz gut gemacht, ne? Muss man so sagen. Sind zwar ein bisschen verspätet in die Konsolengeneration von GameCube und Co. gekommen, aber immerhin sind sie es. Ich mache jetzt mal Team Blast. Das sieht so aus, da gibt es immer eine Animation und alle Gegner sind hier auf einmal kaputt. Oder müssen es zumindest sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Jo! Das waren jetzt nur die paar. Ich weiß, hier gibt es irgendwo einen Schlüssel. Deswegen, da ist er. Und dann ab in die Kanone. Und mit den vereinten Fähigkeiten? Was soll das denn jetzt? Wir müssen noch irgendwas machen. Oder da musste jemand anderes rein. Sonic? Mit den vereinten Fähigkeiten macht das richtig viel Spaß. Man muss immer sich überlegen, das zu switchen. Ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, was in den Levels auf uns zukommt. Das erste Level kenne ich noch relativ gut. Seaside Hill ist ja bekannt, gab es ja auch in Sonic Generations zum Beispiel. Deswegen, aber ansonsten habe ich nicht mehr viel im Kopf. Ich habe eh nichts im Kopf. Und ich freue mich drauf. Das Spiel muss gewürdigt werden. Auch hier gibt es drei Wege. Wenn man sich vernünftig anstellt, geht jeder Charakter jeweils einen Weg und dann werden alle Ringe eingesammelt und so. Über die kann ich auch drüber springen. Wir können die Roboter mit jedem besiegen. Aber mit Knuckles, unserem Kämpfer, geht es natürlich am einfachsten. Auch zu sowas kommen wir noch. Und die Charaktere schwätzen. Hey! Ich bin rausgefallen. Fast verbuggt hier. Die Charaktere, die reden auch die ganze Zeit. Ich werde die gar nicht beachten. Ich habe auf meinem Headset die Lautstärke auch ein bisschen runtergeschraubt, weil die manchmal wirklich zu sehr das Ohr abkauen. Und ich werde sie übertönen müssen. Da haben wir sie, die drei. Erste Level. Und ich habe in Erinnerung, hier ist ziemlich streng mit dem Rang. Ja, also, hier ist Rang E oder D, kriege ich.
Rang E sogar. Pass auf. Ja. Shoot. Not my day. Shoot. Dabei habe ich doch gar nichts Gravierendes falsch gemacht, oder? Wir sind nicht gestorben, relativ schnell durch. Vielleicht gibt es noch Abkürzungen und so. Vielleicht kann man mehr Gegner besiegen, mehr Ringe sammeln. All das kann man tun, aber ist trotzdem ein bisschen streng bemessen. Aber immerhin, Spezialebene, Boss-Herausforderung. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ah! Also hier die Ballons sammeln. Hat das was mit den Chaos Emeralds zu tun? Die muss man auch sammeln. Für die Last Story. Denn wir wissen ja, in jedem Sonic besteht das Finale daraus, dass die 7 Chaos Emeralds Sonic zu Super Sonic werden lassen, damit er damit dann es schafft, den Gegner zu besiegen oder wie auch immer. Warum sollte das in Sonic Heroes anders sein? Ganz im Gegenteil. Warte mal, haben die richtig viele Punkte gebracht? Was mache ich denn hier eigentlich? Sieht nicht gut aus, um ehrlich zu sein. Ich hatte eben noch Angst, ob das irgendwelche Stacheln wären, aber... Tu mir die Chaos. Sammel die bloß ein da. Bringen scheinbar richtig viele Punkte, die Dragon Balls. Nein! Das habe ich gemeint. Gut, das wirft uns zurück. Was hätten ihr für böse Chaos, mal ganz ehrlich. So, ja. Oh, ich lasse viel zu viele liegen. Hat ein bisschen was von Sonic 2. Bonus Stage. Kriegen wir irgendwie unsere Zeit wieder aufgefüllt? Je nachdem, wie viele Dinger wir sammeln. Ah, okay. Ich denke schon, die 10 Sekunden laufen und laufen nicht ab. Oh nein. Ach, du musst schneller, Tails. Tails ist so langsam. Oh Mann, oh Mann. Aber es ist ganz okay, glaube ich, was wir hier anstellen. Man hätte es definitiv 10.000 Mal besser machen können. Aber noch ist es okay. Wenn am Ende ein Chaos Emerald auf uns wartet, dann freue ich mich eine Runde. Dann auf jeden Fall das Ziel. Gute Arbeit, Buddies! Ihr habt schon an der Story gemerkt, der Eggman hat angekündigt, die Welt in 3 Tagen zu erobern. Das ist ja total lame. Warum gibt man dann seinen Erzfeinden Bescheid, ja? Also, aber ihr werdet schon merken, da steckt irgendwas dahinter. Aber was? Das erfahren wir erst ganz, ganz, ganz viel später. Nur man kann sich vielleicht schon denken an den kommenden Zwischensequenzen, die ein bisschen rar gehalten sind. Man muss immer so einige Level durchspielen, um dann letzten Endes... Ja... Damit es mit der Story weitergeht, und in Sonic Adventure 1 und 2 war es ja so, da kam ja nach jedem Level irgendwie Zwischensequenzen, die die Story weiter vorangetrieben haben. So ist es halt hier nicht direkt. Aber das kam schon noch, das kommt schon noch. Mit Shadow the Hedgehog und Sonic 2006. Das ich übrigens ganz gut leiden kann. Natürlich ist es teilweise verbuggt, aber man muss auch sagen, auch die Sonic Adventure-Reihe ist ein bisschen verbuggt. Viele übertreiben es halt ein bisschen, weil im ersten Level es einen gravierenden Fehler gibt, aber sonst hält sich es eigentlich in Grenzen. Und ich finde Sonic 2006 gar nicht so übel. Auch übel sind bei Sonic 2006 die Ladezeiten. Ich mache hier wieder Mist. Aber die werde ich für euch im Let's Play dann rausschneiden. Aber erstmal jetzt hier Sonic Heroes. Ich habe mich auch damals gefreut über die Animation der Ringe, weil die noch detailreicher aussehen. Auch schön, oder? Hier müssen wir zu Knuckles wechseln und dann quasi unseren Schwebeflug machen. Und das ist jetzt halt ein Triangelflug oder wie das hieß. Oder ein Triangelgleiter oder sowas. Ganz nett gemacht. Komm, verschwindet. Ja, wahrscheinlich bekommt man einen besseren Rang, wenn man die ganzen Roboter besiegt. Aber dann ist es halt so. Und wir können auch Embleme wieder sammeln. Das haben wir auch gesehen. Nach dem letzten Level haben wir das erste Emblem bekommen. Auch da habe ich noch nicht alle gesammelt. Wir wollen einfach die Story durchspielen mit allen 4 Teams. Und natürlich die Last Story. Vielleicht hat der eine oder andere die Last Story noch gar nicht gesehen. Die finde ich episch, wo man da mit allen Teams, das heißt mit allen 12 Charakteren, spielen muss. Okay, nacheinander, nicht gleichzeitig.
Und dann natürlich das grande Finale. Und zwar gegen einen klassischen Gegner. Wo ich mich sehr gefreut habe, dass der wieder eingesetzt wurde als der große Bösewicht. Also wer glaubt, dass Eggman hier der Böse ist, der wird völlig getäuscht. Eggman hat in diesem Abenteuer überhaupt nichts verbrochen. Der ist selbst der Gelackmeierte. Tja, aber nicht so viel zur Story, denn wie gesagt, das dauert noch, bis sie sich entwickelt. Nur vielleicht werdet ihr aus den verschiedenen Sichtwinkeln der einzelnen Stories schon eine These aufstellen können. Oha, schaut euch das an. Das sind alles Schildkröten. Okay. Speed geradeaus, Power links, Flug rechts. Es gibt bestimmt noch viele, viele kleine Secrets. Oder viele, viele große Secrets. Wow, wow, wow. Hatte ich jetzt schon Angst, dass sie uns treffen. Aber wir werden das einfach nur wunderschön genießen. Und vor allen Dingen Team Blast, was ich noch sagen wollte. Ihr seht es oben rechts mit der weißen Taste. Und der eine oder andere... Jetzt habe ich sie gedrückt. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, was für eine weiße Taste? In der Tat hatte die erste Xbox auf dem Controller zwei ganz komische Tasten. Nämlich die weiße Taste und die schwarze Taste. Die gar nicht irgendwie benannt ist. Wie waren sie benannt? White und Black, ne? Ganz merkwürdig. Wurden dann auf der Xbox 360 auch entfernt. Und ja, wer sich für das Spiel interessiert, wie gesagt, für GameCube, Xbox und PlayStation 2 erschienen. Ich glaube, es gibt keine gravierende Unterschiede zwischen den Versionen. Nur die PlayStation 2 Version ist ein bisschen schwächer. Ich glaube, da gibt's mehr Lags und noch andere Sachen. Ist ja auch die schwächste der drei Konsolen. Zweifelsohne. Aber hat sich viel besser verkauft als GameCube und Xbox zusammen. Naja, gut. So. Durch da. Ha, ich war alles kaputt. Mit Knuckles sind wir eigentlich immer gut beraten. Das ist hier so ein kleiner Knuckles-Level. Viel mit der Triangel quasi fliegen müssen. Doom. Ja, hier sieht man es wieder. Aufschwung. Sieht auch grafisch sehr schön aus, immer die Hintergründe. Also für 2003. Deutschland, wie gesagt, erst... Wow, wow, Beeilung. Deswegen wechsle ich zu Sonic, dass wir ein bisschen schneller sind. In Deutschland erst im Januar 2004 rausgekommen. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Überhaupt haben Sonic... Hey! Ich habe mich da durchgeglitscht. Hallo? Hallo? Hä? Hä? Mods nochmal eine über Sonic 2006. Habt ihr das gesehen? Ich bin nicht gesprungen. Ich bin da zwischen den... Ist ja nicht schlimm. Kann auch nicht viel machen, außer nach hinten drücken. Los, Sonic! Gib Speedo! Sieht ein bisschen dramatisch aus, ne? Jo, jetzt sind's drei. Nimm die Beine in die Hand. Wow. Verdammt. So, ich glaube, da haben wir es schon wieder. Zweiter Level gepackt. Und da würde ich vorschlagen, wir machen jetzt mal Eggman kalt, oder? Das ist alles, was ich weiß. Zwei Level. Dann kommt noch ein Boss. Ein ganz akzeptabler, schöner. Das wird auch wieder eh. Naja, ist ja nicht schlimm. Aber die haben es wirklich ein bisschen streng bewertet. Wenn man guckt bei Sonic Generations, wo jeder sofort Rang S überall bekommen hat. Jeder Anfänger, der noch nie Sonic gespielt hat, immer Rang S. Für die ganz Kleinen, S ist über A. Ist noch besser als A. Wie Mercedes S-Klasse. Aha. Stop your futile efforts. You'll just make fools of yourself. I think you got that backwards, Doc. Egghawk! Erinnert mich an den einen Gegner aus Sonic 2, der in den Luftzonen andauernd vertreten war. So, wir können ihn attackieren. Er wird zwar gleich in so einem Areal zu uns kommen, dass wir gegen ihn kämpfen wollen können, richtig. Das Knuckles sich den richtig vorknüpft, aber wir können ihn auch schon so hier attackieren. Das ist kein Problem. So, jetzt. Und BOOM! BOOM! Take this! Ouch! Und er hat uns verletzt. Da sind wir ein bisschen ungünstig gefallen.
Wir können auch die Partner verlieren kurzzeitig. Das heißt, wenn die irgendwie verletzt sind, können wir zum Beispiel nicht für unseren Move hier einsetzen. Das wird beim letzten Bosskampf noch von Bedeutung sein. Sag mal, habe ich den schon geschafft? Das ging jetzt aber rucki-zucki hier. Kannst du schon mal Rang A machen, du. Pass mal auf, Leute. Ich sag's euch. Rang A oder B. Aber das war nicht schlecht, du. Ready for the junk pile. Na bitte. Noch Fragen, Leute? Und das dritte Emblem. Das ist einfach nur so, dass man weiß, wie weit man in etwa ist im Spiel. So, ich schätze, wir werden direkt ins nächste Level geworfen. Ist das so? Grand Metropolis ist eine sehr schöne Stage mit lauter Robotern, mit alles ist sehr modern. Eggman's robots are taking control of everything. Let's find Eggman and show him the real power of teamwork. Ach, die Ingame-Sequenzen sind jetzt nicht mehr so der Oberburner. Tja, man wird einfach ins nächste Level geworfen. Und damit geht's weiter. Schaut's euch's an. Im nächsten Part. Nicht verpassen, wenn's gefallen hat, Daumen hoch für dieses Projekt, wenn ihr euch drauf freut. Und genießt es. Es wird noch richtig episch. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.